Hey, willkommen zurück zu Portal 2, der Koop-Kampagne. Mit mir ist der Nerox. Yay! Dieses schlachsige Ding, was da rumspringt. Du bist aber auch nicht viel besser, du rundes Teil. Ich wollte gleich mal die Clip-Runde. Der dicke Mops. Der Kreis. Okay, wir haben jetzt gerade das Tutorial. Geil, ich habe gerade wieder die Kamera gesehen. Mit Tab. Ich muss mir das mal umlegen, weil ich drücke doch so selten Tab irgendwie. Jui! Ach so, da muss man durch das Portal springen. Okay. Ja, wir haben jetzt eben gerade das Tutorial hinter uns gebracht, das Team-Tutorial. Und jetzt... Achso, hä? Jetzt kann, ich hab kann auf man auch schon die... Gesetzt. Ach so, das hängt jetzt an dir, weil du schon mehr gespielt hast, oder wie? Nee. Richtig, ich glaube schon. Achso. Weil du sagtest ja, das ist wohl der, der das hostet, bei dem wird es auch gespeichert, oder der hat den Fortschritt bestimmt. Ja, dachte ich ja eigentlich auch, also... ich weiß es selbst nicht so ganz genau. Okay. Aber wenn, ist es doch cool, wenn du dann immer so halt die Räume raussuchen kannst und so. Ja, gut, ich habe eigentlich gedacht, das hat eine richtige Story, aber... Diese Strecke diente der Stärkung des Selbstvertrauens von Menschen. Okay. Sie mussten nichts weiter tun, als 5 Minuten durch die Gegend zu laufen, woraufhin ich sie 10 Minuten lang lobte, wie toll sie gelaufen seien. So. Da ihr zum Glück keine Menschen seid... Habe nee, warte, 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 ich hab's anspruchsvoller gestaltet. Ich will auch mal Bordels machen. Spring einfach ran. Yep. So, und... Warte, ich muss glauben... Wie war das? Achso, du müsstest mir nochmal setzen, bitte. Genau, ich muss dir es setzen. Und... Schwups. Yay. Wo kommst du denn nicht rein, Alter? Da, komm vorbei. Wurs. Schillauch. Schillauch, Alter. So. Ah, ja. Wie weit kennst du es denn schon, weil du rennst mir hier so durch, so blind? Naja, ich glaube den nächsten Raum kenne ich noch. Okay. Aber da bin ich mit Error nicht so weit gekommen. Mit Error? Achso, ich dachte du hast mit... Na egal. Mit André, meine ich. Achso, dann doch. Genau. Ah, okay, du machst den, warte, ich muss da hoch, kann das sein? Richtig, du musst da irgendwie hochkommen. So. Genau, und ich muss ja dann das Portal setzen, glaube. Oder? Nee, nee, warte. Geht auch so. Ja. Nein, das reicht nicht. Mist, ich muss von weiter oben irgendwie runter. Warte mal. Wie kriege ich denn da mehr Schwung? Das geht ja gar nicht. Ich muss warte ja mal, lass mich mal versuchen. Du musst ja irgendwie mehr Schwung, das genau, so meinte ich auch, aber dann brauchst du viel mehr Schwung, das reicht nicht. Schau. Ne, siehst du? Stimmt. Weil das hier ist nochmal ein Stück höher, das... Ne, warte, die Plattform muss runter hier, siehst du? Dann können wir... Stimmt. ...nämlich ganz oben einsetzen, wie geht das jetzt? Stimmt, ich muss dir sozusagen da oben das Dingens machen. Aha. Also so, dass du da hochkommst... Warte mal ganz kurz bitte, es hat geklingelt an der Tür. Achso. Warte mal ganz kurz Pause hier. So, bin wieder da. Entschuldigung, ich musste kurz an die Tür. Es hat geklingelt, ist leider immer ein bisschen unpassend, wenn man gerade aufnimmt. Okay, du... Du hast schon mal geschaut, wie es hier... Ja, du musst jetzt in mein Portal springen. Und hier, musst dann deins dann machen. Hä? Ach hier, so. Deins hier unten. Nee, oder warte, ich mach das so. Und jetzt musst du reinspringen. Hä? Okay. Ja. Ach so, ja. Jetzt hast du auch dort mehr... So, wie bin ich jetzt auf den anderen gekommen? Ich weiß genau. Nicht. Zock, zock. Ach genau, und dann musst du da drüben, dass du darüber geschossen wirst. Ah. Richtig. Und jetzt können wir beide drücken und dann kommt... Ja. Wir haben ja wahrscheinlich auch so, na gut, wir haben nicht die Stiefel, die Shell hat, aber wir sind auch unverwundbar. Ihr habt den Sicherheitsgürtel richtig abgelegt. Ihr könnt darauf sehr... Moment mal. Ihr seid ja gar keine Menschen, keine Heucheleien nötig. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ermüdend es ist, jemanden dafür zu loben, dass er einen Sicherheitswürfel in einen Behälter befördert, der genau dafür vorgesehen ist. Ist aber eine Sicherheitskugel. Ja, eben. Aber ich finde die Kommentare von ihr immer lustig, also... Die war aber auch schon lange nicht in den Räumen drin, ne? Mhm. Die war aber auch schon lange nicht drin, in den Räumen. Ja, die ist eh ein bisschen seltsam, die gute GLaDOS.
Weißt du denn, wie viele Testräume es gibt im Koop? Weil... Nein. Was? Erschossen, erschlagen, ich weiß es nicht. Zerstampft, verbrannt. Ich hab 9 verstanden. Ich dachte nur gerade daran, an was Menschen so sterben können. Ihr könnt so nicht sterben. Und das ist jetzt das, wo ich und André die ganze Zeit verreckt sind. Aber den habt ihr noch geschafft, ja? Ich weiß ungefähr, wie er geht, ja. Ah, warte. Ich hab eine Idee. Du musst jetzt hier 2 Portale für mich machen. Und dann musst du... Hä? Ah, das war zu langsam. Richtig. Nein, okay. Ach, warum? Hä? Du musst hier ein Portal machen und musst in dem bestimmten Timing, aber vergiss nicht, den Knopf zu drücken dann. Ach so. Damit das Teil dann abgeht. Ja. Ah, zu langsam schon wieder. Stell dich am besten hier hin. Ich guck dir zu dann. Weil du musst dann auf jeden Fall den Knopf drücken, weil ja. Sonst fliege ich gegen die Wand. Okay. Ah, ich sehe es halt schlecht, wenn du da... Wie ich halt immer zu langsam bin, das gibt's doch nicht. Ach, ich mache noch die ganze Zeit das falsche Portal, warum sagst du nichts? Ich bin so blöd. Bist du ein Roboter, da kannst du es ab. So, Jetzt musst du, glaube ich, den Schalter, oder? Ah, nee, jetzt musst du mir eins hier schießen, gell? Richtig. Okay. Schieß! Yay! Ah, geht doch, siehst du, kein einziges Mal gestorben. Ja, siehst du? First try. Ich habe diesen Test übrigens nur geschaffen, um Testsubjekte versagen zu sehen. Ihr habt es geschafft und seid jetzt sicher sehr, sehr stolz. Ich werde euch die kleinste Trophäe der Welt. Ich werde euch die kleinste Trophäe der Welt basteln. Oh Mann. Oh. Mir reicht noch eine Schachtel Zigaretten. Ja, ihr Raucher. Ja. Wee. Du Kiffer, mein Scherz. Nee, ich bin doch straight edge, das weißt du. Selbstvertrauen schafft man am besten, indem man seine eigenen Unsicherheiten erkennt. Was gibt's denn hier? Orange, kannst du aufschreiben, wann du dich als unwürdig oder minderwertig empfindest? Ja, bitte aufschreiben, Nerox, ne? Warte, dafür reicht die Zeit nicht. Nein. Denk einfach, wie sehr du Blue überlegen bist. Aha. Blue, du gibst ein hervorragendes Beispiel ab. Diese alte... Blue, also schäm dich. Was müssen wir hier? Hier warst du ja auch noch, ja? Ich glaube, wir müssen genau das gleiche machen wie gerade eben. Okay. Du musst... rübergehen und den Schalter machen. Ach so, okay, warte. Gut. Boah, da sind eben die Funken geflogen und Brocken. Kommt das runter? Ah, muss ich fangen? Nur drauf gehen, aber Achtung, wenn ich jetzt springen würde, würdest du runterfallen. Ich merk's schon, ja. Ah, wenn ich jetzt hier durchlaufe, geht's so kaputt wahrscheinlich, ne? Ich kenne das schon. Ja. Muss sie mir irgendwie geben. Ich kenne das schon, das ist fies, dass die Gegenstände auch kaputt gehen. Das ist mir im Singleplayer schon ein paar Mal passiert. Ein Leck. Von mir nicht? Hast du mir gerade die Kugel geschnappt? Ich hab's mir genommen, da war sie weg. Ich sag doch Leck. Ja, okay, dann hast du sie noch gehalten. Ja, ich sag ja, das ich ist... Ich dachte, das geht schneller. Das aber ist ich mein verstehe. Internet. Ihr möchtet den Test genießen. Ja, ist ja kein Problem. Lasst euch nur nicht von meiner bodenlosen Enttäuschung über euch davon abhalten. Boah, klar, das... Halt die Schnauze. Echt mal. Nicht die Leistung hier abwerten, bitte, ja? Wir machen das, glaube ich, ganz gut. Mein Gott. Guck mal. Schwenkt die da. Ach, hast du auch den Ladescreen gerade? Ja. Ja, ich find's ja ganz lustig, aber ich glaube, dieses Gestensystem, das ist halt echt nur für, wenn du mit Fremden wisst spielst, noch, ohne Voice-Programm, oder? Na, nee, das ist nur eigentlich so just for fun. Okay, ich weiß, was wir machen müssen. Weitere Testteams, mit denen ihr in direkter hoffe Konkurrenz ich mal, steht. Dass ich's weiß. Aber müssen keine irgendwie Sorge, hoch. Ihr führt. Ach, warte. Hier warst du auch noch? Lass mich warten. Nein. Nee? Ah, cool.
Dann ist es ja blind, endlich. Ah, ich verstehe. Aber. Du musst. Ich muss genau rein und du musst mich hochschießen. Richtig. Okay. Nee, das war falsch. Du hast das Falsche weggemacht, du musst das Gelbe setzen. Deck, Lab. Ich hasse technische Störungen. Bist du schon wieder da? Ja. Nein, jetzt. Du leckst auch gerade ziemlich im Voice. Das ist sehr strange. Ja. Okay. Passt. Miau. Okay. Au! Du musst Klaube oben bleiben. Nee. Das geht nicht. Da kann man nur hochspringen und den Schalter drücken. Du musst. Warte. Ich mach mal. Du musst das nämlich Problem dann das. Das läuft auf Zeit. Das läuft auf Zeit, ne? Ja, ja, warte, ich hab eine Idee. Hier, geh du mal rein. Okay. Jetzt musst du den einen drücken. Ja. Der hat bei mir eine Geste gemacht. Hä? Der hat eine Fluggeste bei mir gemacht. Okay. Nee, warte, ich hab's falsch gemacht. Jetzt nochmal, geh rein. Ich glaube, ich weiß, was du vorhast. Ja. Jetzt musst du den drücken. Und jetzt den noch drücken. Ja, du hast den ersten nicht erwischt, oder? Egal, hast nochmal die Chance. Jawoll! Und jetzt kriegen wir 3 Bälle. 4 Bälle? Jongliertest beginnt in 3, 2, 1. Warum haben wir so viele Bälle? Das ist ein Käse. Zum Jonglieren. Oh, jetzt gehen die Bälle kaputt. Mein Ball! Ich bin 9. Leckst du wieder, oder? Nee, Rox? Ich hab grad mal wieder ein Leck. Na, ich sag ja, das ist alles sehr seltsam gerade. Oh, das ist trotzdem spielbar. Ja, aber ist schon doof, oder? Okay, jetzt habe ich auch wieder ein massives Leck. Ah. Naja. Ja, das ist wohl immer auch, ne, wenn es dann bei beiden gleich lädt. Ich habe den letzten Test nicht bis zum Ende mitverfolgt. Ich wusste, ihr würdet es schaffen. Jetzt meldet sich Skype schon wieder. Ich habe draußen ein springendes Reh beobachtet. Euch interessiert das, was draußen passiert, gar nicht, oder? Hörst du mich noch? Okay, ich pausiere mal hier die Aufnahme, weil ich glaube, das Skype ist gerade abgestürzt. Bis später.